Jürgen, am ersten Trainingstag im Trainingslager stellt sich meistens die Frage, was sind die Schwerpunkte, was wirst du mit der Mannschaft in den kurzen Tagen, in den wenigen Tagen, die wir hier haben, tun? Vielleicht ein wenig noch zur personellen Situation als Einstieg. Gut, ja, auch von meiner Seite aus, auch wenn ich euch alle schon begrüßt habe, waren alle da draußen. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen hier. Ja, wir haben ja erstmal ganz, finde ich, relativ wichtig, richtig gute Bedingungen vorgefunden. Das ist, macht sich gerade im Wintertrainingslager immer relativ viele Gedanken, wo fährt man hin, wo hat man das Wetter, das einem einigermaßen passt, damit man arbeiten kann, nicht damit irgendwie man braun wird, sondern damit man arbeiten kann. Ich denke, dass wir das hier wirklich vorgefunden haben, Wetter und Platz und Essen ist ja durch den Rest sowieso abgesichert, ist alles gut. Wir haben gestern angefangen zu trainieren, haben wieder relativ lange Pause gemacht, haben den Jungs einen Plan mitgegeben, der besagte, dass sie vom 19. bis 25. einschließlich 25. Dezember keine sportlichen Betätigungen ausüben sollen. Ab 26 haben die Jungs ein relativ straffes Programm gehabt. Wir haben es für sehr sinnvoll erachtet, dass wir nach der sehr intensiven Zeit in der Vorrunde mit vielen, vielen Hotelaufenthalten jeden Tag nutzen, um uns auch zu regenerieren in allen Bereichen. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Wir waren gestern mit viel, viel Freude, haben wir uns alle wieder gesehen und haben große Lust, die Jungs haben große Lust gezeigt auf Fußball und sagte ich als sehr wichtig für das, was wir da vorhaben. Haben dann gestern eine Einheit gemacht, die schon einigermaßen knackig war, haben den Jungs gesagt, dass wir natürlich direkt in die Vollen gehen, also dass wir jetzt nicht, dadurch, dass wir da zu 100% davon ausgehen und es gibt keine anderen Anzeichen, als dass sie ihr Programm durchgezogen haben, da das passiert ist, konnten wir dann auch gleich direkt normal einsteigen, ohne großen Anlauf, uns Zeit zu nehmen, um da langsam reinzukommen. Muss ja auch sein, weil wir am 14. bereits spielen. Das hat also gestern schon ganz gut ausgesehen. Das haben wir heute Morgen, da wir gesehen habt, da relativ komplex schon trainiert. Also wir haben den Ball richtig in den Mittelpunkt gestellt. Dazu ein paar Sprünge, ein paar wenige Antritte, ein paar Steigerungen. All das, was man so dazugehört. So und so ähnlich wird das Programm hier ablaufen. Sehr fußballspezifisch mit Spielen, mit dem Spiel morgen. Morgen gegen Lens. Und das andere? Ist noch nicht klar. Ah. Und dann werden wir sehen, ob wir am Freitagmittag nochmal ein Spiel haben. Wenn das funktioniert, dann ist das gut. Wenn das nicht funktioniert, ist es nicht schlimm. Der Plan sieht folgendermaßen aus, dass wir eigentlich vorhaben, heute zweimal zu trainieren, morgen zu trainieren und zu spielen. Am Donnerstag dann eine Einheit nur zu machen. Am Freitag dann sicher zwei Einheiten. Davon kann eine dann nochmal ein Spiel sein. Am Samstag wiederum dann eine Einheit und am Sonntag das Spiel gegen Basel. Und dann ab Montag, es wird keinen freien Tag mehr geben bis zum Leverkusen-Spiel, dann eben im normalen Rhythmus schon überzugehen. Das ist der Plan, was Sie, wie gesagt, die Inhalte müssen keinen speziellen Wert legen auf irgendwas, sondern ganz schnell wieder in den Fußballrhythmus kommen. Das ist eigentlich der Plan. Wir haben, ich denke, nach der intensiven Vorrunde war es wichtig, einfach eine Woche nichts zu tun. Und diese Regeneration ist nicht nur Leistungserhalten, sondern Leistungsfördern. Das heißt, dass da, glaube ich, die Jungs deutlich in einem richtig guten Zustand dann wieder ins Training eingestiegen sind und dass der Plan war dann, dass sie das, was sie dann zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatten, einfach konservieren durch die Einheiten, die wir sie haben durchführen lassen. Also, kurze Pause. Muss man sich nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen, wo setzt man an, sondern kann direkt wieder in die Dinge einsteigen, die für das Spiel, unter anderem für das Spiel gegen Leverkusen, dann wichtig sein werden. Michael, Monte Castillo haben wir schon mal gehabt. Wir waren zuletzt in Marbella. Was hat den Ausschlag gegeben für Monte Castillo und wie ist der Gegner zu beurteilen? Warum Lens? Zur ersten Frage. Ich glaube, ausschlaggebend, warum wir uns fürs Monte Castillo entschieden haben, ist das Gesamtpaket. Das heißt, was auch insbesondere für den Trainer wichtig war, dass man zu Fuß zum Platz gehen kann und nicht, wie das in Marbella zuletzt der Fall war, 15 bis 17 Minuten mit dem Bus fahren muss. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, weil der ein oder andere noch individueller trainieren kann, länger trainieren kann. Und ist einfach auch bequemer. Nicht im Sinne von Bequemlichkeit, sondern das Ganze Handling ist einfacher.
Zu Longs, ja, weil die in der Nähe sind. Ne? Das ist relativ einfach. Die Spanier, gegen die Spanier kannst du nicht spielen. Gestern war Liga-Betrieb, hat man gesehen. Pokal ist, glaube ich, auch unter der Woche. Also kannst du nur gegen Mannschaften spielen, die ähnlich wie wir in der Vorbereitung sind. Und es trifft sich gut, dass man mit Longs eben auch einen französischen Erstligisten hat, der auch, glaube ich, auf der vom Timing her die gleichen Anforderungen hat wie wir. Ja, und natürlich dann noch am kommenden Sonntag noch auch mal dann ein Spiel, ja, wieder, sagen wir mal, in unseren Breitengraden hat, in Basel, wahrscheinlich mit ähnlichen Temperaturen, wie wir sie dann auch in Leverkusen vorfinden werden. Und darüber hinaus noch unseren alten Kollegen Alex Frey wieder treffen, um in Basler St. Jakob Park, glaube ich, wird ein interessantes Spiel. Ne, das Gesamtpaket, glaube ich, passt für diese doch sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit. Ist eigentlich keine Vorbereitung in dem Sinne. Ne? Aber ich darf den Herrn auch noch begrüßen. Ja, also ein frohes neues Jahr wünschen, weil ich konnte euch noch nicht treffen bislang. Ne? Alles Gute in 2011. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Jetzt ist aber gut. Jürgen, aus dem Kader, der dir insgesamt zur Verfügung steht, sind zwei Spieler definitiv nicht hier in Monte Castillo dabei. Das ist zum einen Shinji Kagawa, aus dem bekannten Grund, dass er bei der Asienmeisterschaft in Katar ist. Und das ist Patrick Obomoyela, der seine Reha noch weiter durchführt bei Klaus Eder in Donaustauf. Ansonsten sind es 26 Jungs, wenn Lukas Barrios heute dazugekommen ist, darunter drei Torleute. Wie ist der Stand derer? Wer ist einsatzfähig jetzt ad hoc? Wie sieht es aus? Beispielsweise bin ich heute Morgen gefragt worden, warum Mario nicht im vollen Trainingsprogramm war. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Klar. Ich fange mal so von den Jungs, die heute Morgen unter dem Trainingsplatz waren, ist so, dass Sebastian Kehl, das ist jetzt keine Neuigkeit, nach und nach ans Mannschaftstraining herangeführt wird. Ich finde, sieht das auch schon ganz gut aus. Es war heute Morgen gar nicht geplant, dass er das 4 gegen 2, 5 gegen 2 mitspielt. Das hat er sich aber dann kurzfristig zu entschlossen, das doch zu tun. Darüber hinaus ist es so, dass Mario sich im letzten Spiel in Frankfurt bei der letzten Aktion im Spiel einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Also praktisch verletzt in den Urlaub gegangen ist. Wenn man so will, war es der beste Zeitpunkt, den er erwischen konnte. Er ist sehr nah dran. Der Plan ist, dass er am Donnerstag ins ganz normale Mannschaftstraining einsteigt. Alles, was er heute Morgen gemacht hat, ist ja nicht wenig belastend gewesen. Konnte auch fast das normale Programm so ab dem 26., 27. durchziehen. Er hat ein anderes Programm bekommen als die anderen Jungs. War sowieso individuell, aber bei ihm noch ein bisschen abgeschwächt, um da nicht in Gefahr zu laufen, dass da was passiert. Aber wie gesagt, am Donnerstag wird er ein normales Training einsteigen. Bei Nuri war es ganz ähnlich. Nuri hatte Adduktorenprobleme zum Ende der Saison. Und das ist eigentlich abgeklungen. Aber so leichte, minimale Beschwerden sind noch da. Die aber hier eher vielleicht auch Behandlungsschmerzen sind. Das weiß man da nicht so ganz genau. Deswegen sind wir da auch noch ein bisschen vorsichtig. Bei Nuri kann es sein, dass er morgen spielt. Das werden wir abwarten. Es kann sein, dass er wieder normal trainiert. Das werden wir sehen. Ich glaube, wir sind immer sehr flexibel und sehr entspannt, was das angeht. Ist ja nicht so, wie gesagt, keine lange Pause. Ist nicht so, dass man wahnsinnig viel verliert durch zwei, drei Tage etwas moderateres Training. Lukas Barrios, ja, das ist ja, denke ich, bekannt. Alles Weitere als das, was ihr schon geschrieben habt, werden wir heute Abend erfahren. Da gehen wir jetzt mal von aus, dass du irgendwann 14 Uhr irgendwas in Madrid landen, dann hierher fliegen. Je nachdem, wenn das alles so klappt und Anschlussflüge zu kriegen sind, 17 Uhr irgendwann in Jerez landen. Und ja, wir werden einfach feststellen, dann, wie das genau aussieht, ob er dann trainieren kann oder ob er das nicht kann. Das alles wird erst heute Abend klar sein, wenn der Doc ihn dann auch gesehen hat. Sonst sind alle im vollen Training. Ja, ist immer so, dass ein bisschen, Lasse Sob, ich war ein bisschen krank zum Ende der Pause hin. Und deswegen hat er gestern auch noch nicht trainiert richtig. Aber das sah jetzt auch vernünftig aus. Also eigentlich sieht alles relativ ordentlich aus. Dankeschön. Gibt es Fragen an Michael und Jürgen? Bitte schön. Gegen wen sollte denn Freitag gespielt werden? Wenn, dann würden wir gegen Cadiz spielen. Genau, aber das ist gerade noch in Erklärung.
kann vielleicht heute Nachmittag schon mehr sagen. Sonst noch jemand etwas auf dem Herzen? Jürgen, bei Lukas Ballius, wie sehr aus Erfahrung schwächt denn so eine schwere Grippe oder Erkältung oder so die Vorbereitung? Wie alles im Leben, bis der eine leidet unter einer Grippe mehr und der andere weniger. Es ist sehr individuell. Wir werden das feststellen. Wenn man ein Flugverbot bekommt, denke ich, ist es keine normale Grippe gewesen, sondern hat es richtig flach gelegt. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass das eng wird für Leverkusen. Ich kann das heute nicht einschätzen. Wie gesagt, müssen wir heute Abend abwarten. Er hatte bisher Kontakt natürlich die ganze Zeit mit Hardy, mit seinem Dolmetscher. Der sagt, er fühlt sich schon schlapp. Eigentlich geht es mir soweit wieder ganz gut, aber er fühlt sich schlapp. Das ist ein normaler Vorgang. Jetzt müssen wir einfach sehen, wie wir ihn dann hier belasten können. Ist natürlich nicht optimal, wenn er heute Morgen nicht spielen kann, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn er dann am Sonntag nicht spielen könnte, wovon ich noch keine Ahnung habe, aber es werden wir abwarten müssen, dann ist der Freitag relativ zügig da. Aber wir werden das feststellen. Ja? Wir müssen auch damit umgehen, wie mit allem anderen auch. Einfach abwarten. Wie gesagt, morgen können wir dazu mehr sagen. Noch weitere Fragen, sonst bitteschön, Günther. Die fußballerische Vorbereitung ist eine Geschichte, die mentale eine andere auf die Rückrunde. Ich meine, wir wissen ja wahrscheinlich alle selbst, dass der ganze Rummel um die Mannschaft in der Rückrunde noch viel größer werden wird, mit dem ganzen Störfeuer aus München und. Sind Sie auch so gespannt wie wir, wie die Mannschaft in der Rückrunde damit umgeht? Gespannt ist ehrlich gesagt das falsche Wort, aber es ist. Die komplette Vorrunde war für uns gespickt mit wahnsinnig vielen Erfahrungswerten, von denen wir nicht ausgehen konnten, dass wir sie in diesem Jahr, in dieser Saison, in dieser Hinrunde schon haben würden. Und genau das wird in der Rückrunde eigentlich wahrscheinlich auch so sein, dass ob das in mehr wird, ich kann das nicht hundertprozentig einschätzen, das werden wir sehen. Wir haben aber sicher auch das gestern Abend schon ein bisschen besprochen. Wir haben bis hierhin unsere völlig eigene Herangehensweise gewählt. Und werden das weiterhin tun. Störfeuer gibt's, kann es rein theoretisch viele geben. Es gibt externe, es gibt interne Quellen dafür, keine Frage. Wir haben hoffentlich bald eine relativ komfortable Kadersituation. Das heißt, dass viele Jungs dann endgültig auch wieder richtig zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass Shinji Kagawa irgendwann dann fit zurückkommt. Wir hoffen, dass natürlich Lukas irgendwie relativ zügig, dann, wenn es noch richtig erwischt hat, dann in die Spur kommt. So, wie geht man damit um? Als Spieler selber, wenn man, obwohl man eine hervorragende Vorrunde gespielt hat, rein theoretisch trotzdem auf einmal nicht spielt. Also es geht einfach darum, dass ich weiterhin mir das Recht herausnehmen werde. Und jetzt geht es natürlich noch viel besser ohne englische Wochen. Auf Trainingsleistungen zu achten. Wer verspricht mir die größte Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen? Und dass viele Dinge, was die Abläufe angeht, fantastisch funktioniert haben, das stimmt. Das war ja auch an Ergebnissen abzulesen. Aber wir werden in dieser Rückrunde unsere Rückrunde spielen. Wir werden einfach eine Rückrunde spielen. Wir werden nicht keine Vorsprünge verteidigen, sondern für uns geht das Ding bei null los mit Leverkusen. Und was dann jeweils über uns berichtet wird. Das haben wir relativ gut hingekriegt in der Vorrunde, dass uns das doch einigermaßen kalt gelassen hat. Aber es war eine extreme Situation. Das hat jeder von uns selber gemerkt. Die 14 Tage Pause, wenn du jeden Tag Leute triffst, die dir die Schultern weichschlagen, weil sie es so fantastisch fanden, was du gemacht hast. Das ist, und wir nicht im Tagesrhythmus uns dann immer wieder selber mit unserer eigenen Situation auseinandersetzen konnten, gemeinsam, sondern jeder für sich praktisch damit umgehen musste, dann ist das speziell. Aber ehrlich gesagt, wie jetzt Schaggy gestern gesagt, gibt es schlimmere Dinge. Es ist einfach unsere Situation, mit der wir gedenken, sehr, sehr vernünftig, sehr seriös umzugehen. Wir haben eine Vorrunde uns vorgenommen, Maßstäbe zu setzen im Umgang mit unserer Situation. Für uns Maßstäbe wohlgemerkt, nicht für irgendjemand anders. Es gab vor uns niemand in einer vergleichbaren Situation und dementsprechend brauchen wir bei niemandem abzugucken. Ihr braucht nicht anführen, was anderen passiert ist, sondern ihr könnt euch einfach entspannt zurücklehnen und gucken, wie wir das machen. Und wie gesagt, hier uns interessieren keine Punktabstände oder sonst was, sondern wir wollen Spiel für Spiel angehen und idealerweise, logischerweise gewinnen. Und
ich habe ein relativ gutes Gefühl, dass wir eine sehr gute Rückrunde spielen können. Und dann gucken wir, wohin das geführt hat. Richard, heißt das, dass du dir keine Sorgen machst, dass die Leichtigkeit verloren geht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, warum sollte ich das? Genau. Oh, nee. Ja, es ist so, dass ich... Von die zugenommen haben. Ja. Ist der Zorg witzig geworden in den letzten 2 Jahren? Das ist brutal, wenn der die Dinger reinsteckt. Nee, habe ich nicht. Aber normal, wir können halt alles sagen und so. Wir werden dann, wenn wir gucken, es gibt ganz viele Dinge. Wir haben in der Vorrunde, alles gelesen, also über uns lesen können, lesen müssen. Und es waren ganz viele Dinge dabei, wo man gesagt hat, ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben die ganze Vorrunde unsere Situation so bewertet, wie sie für uns richtig war. Wir haben kein Spielchen gespielt, auch wenn das für euch vielleicht für den einen oder anderen irgendwie so gewirkt hat. Die ganze Vorrunde über wollte man uns ab einem gewissen Zeitpunkt wollte man uns einreden, dass wir sagen müssen jetzt irgendwann mal, wir wollen Meister werden. Oder was ja da drin steckt, dann immer ist dann schon, wir sind's schon. So nach dem Motto, das kann uns keiner mehr nehmen, 14, 17 Punkte Vorsprung. Und dann verlieren wir in Frankfurt und ihr habt geschrieben, vielleicht jetzt nicht ihr selber, sondern irgendjemand aus eurer Berufsgruppe schreibt dann, so, wenn jetzt Leverkusen gewinnt, sind es noch 8. Wenn Leverkusen uns im ersten Spiel schlägt, es noch 5. Und alles ist wieder offen. In der fantastischen Sendung, die ich nicht gesehen habe, aus der man nur berichtet hat, die Sport 1 sonntagmittags sendet, auf einmal war es von, die sind durch, waren auf einmal, Leverkusen hat sie schon. Also, das alles ist völliger Kindergeburtstag, der uns 0,0 interessiert. Wir wissen, dass wir nichts erreicht haben, außer einer guten Vorrunde gespielt zu haben. Also was sollen wir mit was anderem, beschäftigen wir uns nicht. Und ihr könntet dazulernen und euch weiterentwickeln in dem Bereich, dass ihr euch einfach verschiedene Fragen erspart, weil ihr eh nur scheiß Antworten drauf kriegt. Ja, und einfach mal ein bisschen nachdenken, bevor ihr fragt, ja, nicht völlig unvorbereitet zur Arbeit gehen, sondern einmal 2-3 Mal drüber nachdenken und schon funktioniert das dann vielleicht auch. Kostenlose Weiterbildung von uns. Gerne, gerne. Immer wieder. Ja. So. Wirklich, ich hab keinen Grund, mich nicht auf diese Rückrunde zu freuen. Und genau das mache ich. Totale Lust darauf und wir gehen das jetzt an. Gut, danke. Vielen Dank. Vielleicht darf ich noch die Gelegenheit nutzen, Norbert Dickel zu begrüßen. Den Held von Berlin. Dass er hier ist. Können wir mal alle zusammen singen? Wir singen Norbert. Dass Norbert hier ist, hat nicht nur damit zu tun, dass er wie immer im Trainingslager der beste Sponsorenbetreuer, den Borussia Dortmund aufbieten kann, ist, sondern hat in diesem Fall auch damit zu tun, dass es BVB Total gibt, eine neue Sendung, die für BVB-Fans speziell angeboten wird. Martin Feier sitzt hier in der ersten Reihe. Das Gesicht ist euch vielleicht schon aufgefallen. Martin ist der verantwortliche Chefredakteur für diese Sendung, die heute, Martin, sag's kurz, ab 18 Uhr erstmals... Grundsätzlich wird es ab 18 Uhr immer abrufbar sein bei Entertain von den Kollegen von der Telekom in Kooperation mit Liga Total und jetzt aus dem Trainingslager als mobil hochgeladen wird es etwas später werden. Da können wir Zeit noch nicht genau festlegen, aber ab dem 12. Januar dann jeweils um 18 Uhr mit den neuesten Informationen rund um Herrn Zorc, Herrn Klopp. Und das, was Klaus Kleber fürs ZDF und Tom Buro für die ARD, das ist Norbert Dickel für BVB Total. Und das ist nicht übertrieben, Martin, richtig? Das ist vollkommen richtig. Norbert, der Held von Berlin, gerade wurde schon angestimmt, ist das Gesicht von BVB Total. Er wird durch die Sendung führen, er wird Talks durchführen und ist das auch sehr gut. Guter Kauf. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Nächste Trainingseinheit. Ihr seid herzlich willkommen, 16 Uhr heute Nachmittag auf dem bekannten Gelände. Dankeschön.